Ja, hallo Freunde der NRW bei 18 hier. Ich begrüße euch am 1. November 2012, die Nacht nach Halloween. Naja, okay, die Nacht nach Halloween kommt noch, aber der Abend nach Halloween. Ja, ich hoffe, ihr habt ein schönes Halloween gehabt oder auch einen schönen Abend bei der Messe. Und wir machen uns jetzt hier wieder an dem Let's Play zu schaffen, Vampire Story. Ja, und wir haben das Rätsel, oder wir ist gut, ich habe das Rätsel gelöst. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich hatte nämlich ein wenig Zeit. Und ja, ein Regal voll. Ja, guckst du doch einfach an. So, ich habe mal nochmal von der Haftnotiz der Baronin mich inspirieren lassen und habe mir diese Titel aufgeschrieben. Da haben wir zum einen Christine, eine unbequemliche Wahrheit, dann sie pfuscht der, was, so pfuscht der Sargzimmer, schöner Thronen, der komplette Jahrgang 1913 und saugfroh und beißstark, Elternratgeber für den kleinen Vorzeigevampir. So, hier haben wir jetzt, Moment, wo war das jetzt? Krustenechsen, die verbotene Frucht. Moment, wo bin ich denn hier überhaupt? Ich bin doch gar nicht ganz oben. So, hier haben wir... Christiane von Stefan König. Genau. Hier in der zweiten, also das ist die... Das war die oberste, die erste Reihe, das ist die zweite Reihe. Da finden wir gar nichts. Und, so, da haben wir was Wichtiges hier. Eine grüne Raute. Das ist mir im letzten oder vorletzten Teil schon aufgefallen. Das merken wir uns. Grüne Raute. Dann gehen wir noch eine Reihe tiefer. Da haben wir... So, wo haben wir's? Wo haben wir's? Wo war das denn jetzt? Rückkehr morgens, Hä, bin ich jetzt bescheuert? Neue Lurch- und Molchsküche. Delikatessen aus der Tiefe. Oder war das neue Tiefe? Was ist das? Samtschwarzer Wahn. Die besten Irrenhäuser Transsilvaniens von Dr. Max Buse. Nein, das ist es nicht. Moment. Rückkehr der Killer. Nee. Rund um Perry Schlotter und der Stein der Greisen. Neue Lurch. Nee, das ist es auch nicht. Loki oder Nessie, Schicksalsjahre eines Seeungeheuers. Ach, Herrschaftszeiten. Moment mal. Verliebt in eine schaurige Spinnen des Amazonas. Samt schwarzer... Versenkt Nemo, Satan-Tennen, schöner Thronen, der komplette Jahrgang 1813. Da haben wir den goldenen liegenden Halbmond. Ach, Moment, da war das wahrscheinlich. Moment. Eine unbequeme Wahrheit. So pfuscht der Sargzimmerer. Genau, Aufklärungsbericht von Leyen Schreiner. Ja. Ja, gelbe Spirale. Dann haben wir hier unten den liegenden Halbmond. Und dann... Ne, hier haben wir den Halbmond, genau. Und hier unten haben wir... Moment, was war das? Saugfroh und beißstark. Elternratgeber für den kleinen Vorzeigevampir. Von Dr. Max Schreck. Genau, mit einem Zaed. Mit den Büchern... Ja, bin ich fertig. Ich weiß, ich bin auch mit dir fertig. So. Ach, dann haben wir das jetzt. Dann gehen wir hier runter. Wieder hier hin. Ich kürze das alles mal wieder ein wenig ab. Und das ist mir beim letzten Teil gar nicht aufgefallen. Warum auch immer. Okay, jetzt steht der Cursor sogar schon drauf. Dämonisches Kombinationsschloss. Warum es mir da noch nicht aufgefallen war, keine Ahnung. So. Und das hier, muss ich euch ehrlich sagen, wo ich das erste Mal gesehen habe, musste ich direkt an den Kopierschutz von Indiana Jones and the Fate of Atlantis denken. Denn da, bevor man das Spiel startet, bekommt man im Prinzip drei Steinplatten, die nachher auch im Spiel wichtig werden, wo Symbole drauf sind und die muss man dann bestimmt anordnen und das sieht genauso aus wie hier und hier in der Mitte hätte man dann einen Knopf, wo man drauf drückt. Und ja, dann hätte man sozusagen... bestätigt, dass man das Spiel original gekauft hat. Ja. Und somit konnte man das Spiel spielen. So, aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt die Symbole, die wir auf den Büchern gehabt haben, hier auch nochmal. Und dann war es mir klar, das ist das Passwort für, ja,
Rätsel, sag ich jetzt. Hier oben fangen wir an. Mit... Weil es hier drauf nur dieses eine Symbol gibt. Mit dieser Spirale. Dann... Also auf jeder Platte hier sind unterschiedliche Symbole drauf. Deswegen ist es eigentlich relativ einfach, hier dann die passenden Symbole zu finden. Hier haben wir den liegenden Halbmond mit dem Punkt. Hier kommt... Schaut mal, da ist sogar... Sams... Nee, Max ist das. Max Kopf aus Sam und Max. Also hier wird wirklich jedes Spiel aufs Korn genommen. Hier kommt das Z und hier logischerweise die grüne Raute. Du hast es geschafft! Genau. Und et voilà. Schon wird es ein wenig angenehmer. Was habe ich denn getan? Du hast den übelsten Fall von Tropfnase in der gesamten Medizingeschichte kuriert. In dem Rotzfluss war offenbar etwas versteckt. Warum beschleicht mich die Ahnung, dass unser Abenteuer gerade noch ein bisschen abenteuerlicher geworden ist? Das muss das besondere Buch sein, von dem unsere eiserne Jungfrau sprach. Wie hat sie es nochmal genannt? Das Buch der Shrouds. Bestimmt steht da etwas Nützliches drin. Bei dem Namen muss es einfach cool sein. Ich kann es kaum abwarten, reinzuschauen. Das machen wir auch jetzt. Allerdings sieht es ein bisschen komisch aus. Genau. Ja, und ansonsten, ihr seht nur hier in diesem blauen Feld ist was, wenn wir jetzt hier draufklicken. Dann Junge, ist das ein irres Buch! Sieht aus, als wären da lauter Bücher drin! Öffnet sich immer nur diese Lasche hier. So, und hier... Moment, wo war das jetzt? Nein. Klicken wir da drauf. Interessant. Die sind alle abgeschlossen. Ich versuch's mal mit dem hier. Zack. Und et voilà. Und dann lesen wir uns das mal durch. Das könnte die Formel für einen Zauberspruch sein. Hier steht, ihr, die ihr versuchet, diesen Zauber der Golem-Erschaffung zu wirken, seiet euch der Gefahr wohl bewusst. Ein Zauber, der Dingen Leben einhauchet, die nie gelebt. Aus Erde erschaffen, von Menschenhand geformt und in Menschengestalt freigesetzt. Wahrlich finstere Magie lasset ihr damit auf die Erde los. Und das ist gut so. Ich wollte euch nur gewarnt haben, damit ihr euch später nicht beschweret. Solltet ihr jedoch so töricht sein, fortzufahren, so wisset, dass ihr 4 Zutaten finden und in einer reinen Kristallfiole mischen müsst. Besprühet dann Mensch und Gegenstand und erfreuet euch. Der Golem wird all euren Befehlen Folge leisten, auch jenen, die es ihm nicht angetan haben. Suchet denn als erstes das Gewächs des Teufels selbst, die tödliche Tollkirsche. Pflückt eine Blüte der Pflanze und leget sie in die Kristallfiole. Nun ist kein Zauber ohne Molchsauge vollständig. So fraget mich nicht warum. Doch konzentriert sich die Magie im Auge des Molches. Als nächstes benötigt ihr den widerlichen Odem eines Gargolds. Da sie lebender Fels sind, wird eure Kraft benötigt. Und schließlich braucht ihr zu Pulver zermahlene Knochen einer ermordeten Jungfer. Leset wohl. Frische Erde und reine Jungfer. Keine Gebeine betrunkener Weibsbilder, die sich nicht an die Nacht nach der Feier erinnern können. Jene liederlichen Gesellinnen zählen nicht. Ihr wisset, wovon ich rede, also kein Getue. Reine Jungfer ist vonnöten. Also, wir brauchen Tollkirschenblüte, Gargoyle-Atem, Knochenpulver von einer Jungfrau und Molchsauge. Mischen und menschenförmige Ton- oder Steinstatue damit besprühen. Na schön, also Kristallfiole, Gargoyle-Atem. Ich glaube, ich weiß, wo wir den bekommen. Das Übrige ist knifflig. Im Winter sind Molche schwer zu finden, weiß ich aus Erfahrung. Und ich weiß, wo wir Knochen herbekommen. Die stinken zwar, sind aber Knochen. Keine Ahnung, ob sie von einer Jungfrau sind. Und wir können offensichtlich auch keine von dir benutzen. Hey! Ich meine, weil du deine natürlich noch alle brauchst. Ja, das meinte ich. Also jedenfalls wissen wir, was zu tun ist, wenn wir diesen Zauber benutzen wollen. Nach dieser etwas längeren Vortragung wissen wir es also. Kristallfiole, Blatt einer Tollkirsche oder auch Belladonna genannt. Dann das Molchauge, Atem eines Wasserspeiers und einen zu Pulver zermahlenen Knochen einer Jungfrau. Ist das doch... könnte die Formel für einen Zauberspruch sein. Nein. Also, wir brauchen... Nein, ich hier. Nicht schon wieder. Raus hier. So.
Das wäre das. Hier auf der Kreide. Wo, was ist denn jetzt los? Wieso? Hä? Grafikfehler, Grafikfehler. Hier könnt ihr mich jetzt auch den Eisschrank aufmachen. Mal sehen, was da drin ist. Junge, ist der Gefrierschrank kalt. Das hat so einen Gefrierschrank an sich. Der liebe Titaner Nummer 21, liebe Grüße an dich. Ja, der hat mal geschrieben, ja, das Spiel scheint nicht so ganz ausgereift, um ausgetestet zu sein. Na ja, gut, an manchen Stellen gebe ich dir recht. Hm, ein bisschen unhandlich, aber ich merke mir, wo es steht. Hm, jetzt fangen wir damit schon wieder an. Dann Trockeneis. Ich möchte es im Moment nicht mitnehmen, aber gut, dass ich jetzt weiß, wo es liegt. Ich meine, das macht ja auch Sinn. Trockeneis und dann mitnehmen. Blaubeer-Nuckelpunsch. Was? Was? Die Dose nehme ich mit. Moment. Inventar? Eine geöffnete Dose Blaubeer-Nuckelpunsch. Doch, Nuckelpunsch. Was ist das? Was ist Nuckelpunsch? Was ist das? Dose gelb? Was? Woher kommt das alles? Die nehme ich lieber mit. Okay. Was ist das? Ja, also wie gesagt, das Rätsel, das hatte ich gelöst und dann hatte ich nur gesehen, dass man halt auch hier diesen Essschrank, Eisschrank jetzt öffnen kann. Ja, und dann hatte ich auch aufgehört. Schwupp, schon habe ich sie. Oh, schwupp, schon habe ich sie. Was hast du denn, schwupp, schwupp? Was ist das? Dose, was? Zuckerfreie Limo. Ah, okay, und das? Eine Dose gelb und günstig. Sie enthält Elektrolyte. Elektrolyte. Dose gelb und günstig. Was ist das? Fanta für Arme, oder was? Tranktresen, Bunsenbrenner, Busenbrenner. Ja, die Kreidetafel haben wir uns beim letzten Mal schon angeguckt. Und ansonsten... magisches Dingsbums. Ja, da kommen wir nicht weiter. Tja. Aber, nein, Moment. Ach, egal. Frederike wollte ich jetzt mal ansprechen, ob er vielleicht weiß, wo wir die Sachen herkriegen. Weil er sagte ja gerade eben, dass er weiß, wo wir das herbekommen. Frederik, darf ich dich etwas fragen? Immer doch. Schieß los. Au! Fledermausmisshandlung! Erinnerst du dich an die Unterhaltung in meinem Zimmer, Frederik? Hä? Nein, das... ich hatte jetzt gedacht, da er ja sagte, er weiß, wo wir das herbekommen. Na, ganz toll. Na, jetzt sind es erstmal genug der Worte. Mona, aufwachen! Oh! Was? Okay. So, lasst mich jetzt überlegen. Die Bücher haben wir. Hier haben wir jetzt die Haftnotiz. Das Tagebuch der Baronin kann man, glaube ich, immer noch nicht. Der Schreibtisch der Baronin. Da liegt eine Art Tagebuch. Oh, ihr Tagebuch. Lass es uns lesen. Vielleicht erfahren wir, auf was für Jungs sie steht und was sie von ihren... Ich glaube nicht, dass das so eine... Da steht nur, besuchen sie von Kiefer und dann ein Punkt und das Wort ja. Komm. Sehr internetsant. That makes no sense. Ja, das ist ein Easter Egg hier in dem Spiel. Besuchen Sie... .com. Das Inter... also, ne? Ein Hinweis aufs Internet. Also, wir sollen da auf die Seite gehen. Hat mich auch schon ein User darauf aufmerksam gemacht. Aber das habe ich noch vor mir. Aber mir ist gerade aufgefallen, jetzt, wo dieser grüne Schleim hier nicht mehr läuft und der Eisschrank schon wir aufbekommen haben, vielleicht bekommen wir hier hinten die Tür auch schon auf. Oder jetzt schon auf. Moment. Es sieht offen aus. War da nicht eine Tür vorher? Ja, sie ist auf. Wie geil. Was ist denn das? Verließfenster, ein Gefängnis. Plattformhebel. Mal sehen, ob ich sie absenken kann. Die Brücke kommt nicht herunter. Der Hebel ist wohl kaputt. Was ist das? Oh,
offenbar eine Liste mit Angaben zum Gefangenen. Schön, dass Shroudys Mutter so gewissenhaft war. Muss schwierig sein, beim Foltern anständige Aufzeichnungen anzufertigen. Sie war wohl eine exzellente Multitaskerin. Da steht, Gefangene als irische Touristin Shannon O'Doherty identifiziert. Ursprünglich Teilnehmer des Touristenaustauschs des örtlichen Nonnenklosters. Die Schwestern organisieren nur für die frömmsten Besichtigungen. Jungfräulichkeit bestätigt. Ihr Blut ist genau, was ich brauche, um das Geheimnis des Buchs der Shrouds zu lüften. Aha. Ja, und rüberfliegen kann sie wahrscheinlich auch nicht, weil... Frederik, hilf mir bitte, die Knochen in Sicherheit zu bringen. Klar, kein Problem. Doch, sie kann. Ich hatte gedacht, wegen dem Wasser. Aber, was... Hä? Wir sollten sie lieber nicht einfach greifen. Die sind so zerbrechlich, dass sie sofort in dem klebrigen Dämonenzeug landen würden. Du hast recht. Wir müssen die Knochen auf irgendeine andere Weise bergen. Moment, jetzt erstmal eins am anderen. Was ist das jetzt hier? Ein paar baufällige alte Säulen, die die Brücke stützen. Die scheinen seit Jahren nicht mehr benutzt worden zu sein. Die Säulen sind bestimmt aus Pyragoni, einem äußerst seltenen draxylvanischen Hartholz. Pyragoni ist besonders feuerfest. Man kann es kaum zum Brennen bringen. Deshalb hat die Baronin es wohl hier unten benutzt. So kann der Dämonenrotz es nicht in Brand stecken. Aha. Säulen stützen. Ein paar fein gearbeitete drachenköpfige Säulenstützen. Okay, und der Wasserfall? Ist das jetzt rein? Ein Wasserfall glühenden dämonischen Rotzes. Na, wenigstens keine andere von Dämonen stammende Körperflüssigkeit. Okay, Verliesfenster können wir jetzt wahrscheinlich nicht... Ein Verliesfenster. Ich habe meinen Kompass zwar nicht dabei, aber ich schätze, dass es nach Osten ausgerichtet ist. Na, herrlich. Das Skelett... Die zerbrechlichen Überreste einer Gefangenen der verblichenen Baronin. Mehr nicht? Angesichts der Tatsache, dass sich Stimmband, Zunge, Lungen und überhaupt alle Organe schon zersetzt haben, kann ich kaum eine Antwort erwarten. Ja gut, okay, es war auch nur ein Gag. Laufsteg. Eine hölzerne Brücke über den Abgrund. Solange er da oben hängt, können wir wenig mit ihm anfangen. Gut, von da kommen wir nicht. Von da kommen wir nicht weiter. Hier ist auch nichts. Laufsteg, Verliesfenster. Nein. Also, wieder zurück. So, was ist denn das da oben? Ach, guck mal, da kommen wir... Hä? Da möchte ich nicht hineinfliegen. Wait, you know what? I do! Super! Hä? Es ist wirklich noch nicht richtig ausgereift, habe ich das Gefühl. Ich denke, sie will nicht und dann sagt sie auf Englisch, sie will's doch. Und wo kommen wir da hin? Hä? In den Theatersaal? Also, warum haben wir diese Falltür nicht schon vorher geöffnet? Seht alors! Wenn wir bloß... Ah, der Schlüssel! Die Ratten! Rufus! Oh! Ja, aber was wirst du jetzt tun? Hä? Freunde, das Spiel ist mir manchmal ein wenig suspekt und ein wenig... Ich weiß nicht. Was soll das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich mache mir darüber mal Gedanken und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin also, NRW bei 18. Adieu.